Mein Name ist Martin Elstner. Ich arbeite im Arbeitskreis von Professor Schiller an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und wir haben einen sogenannten Zuckercomputer entwickelt, mit dem wir hoffen, in Zukunft die molekulare Diagnostik revolutionieren zu können. Unser Zuckercomputer basiert zum einen auf einem molekularen Komplex, der ganz einfach ausgedrückt sich mit Molekülen schalten lässt. Wir haben ein lumineszierendes Molekül, einen Farbstoff, den wir zum einen ausschalten können, aber aus diesem ausgeschalteten Zustand können wir ihn auch wieder einschalten. Und das Ganze entspricht insgesamt einer Implikationslogik. Und das Besondere dieser Implikationslogik ist, dass wir alle anderen Logikfunktionen daraus konstruieren können. Und damit können wir zum Beispiel das bekannte Tic-Tac-Toe-Spiel auf molekularer Ebene nachbauen. Und das ist dann so, dass man auf einer Mikrotiterplatte gegen einen molekularen Rechner dieses Spiel spielen kann. Also der menschliche Spieler kann Züge setzen und aus der dann zu messenden Fluoreszenzantwort des gesamten Systems kann eben die Züge des Computers berechnet werden und somit setzen dann die Moleküle die jeweils gegnerischen Züge zu dem menschlichen Spieler. Und wir hoffen, das Ganze so weit bringen zu können, dass man damit eine digitale Diagnostik in der Medizin etablieren kann. Also wie zum Beispiel heute einem Schwangerschaftstest, wo man eben aus einer Urinprobe innerhalb von wenigen Minuten eine farbige Antwort im Sinne einer Ja-Nein-Diagnose erhält.